Seid ihr für ein Tempolimit oder dagegen? Es gibt eine neue Studie, die darlegt, dass ein Tempolimit auf Autobahnen mehr CO2 einsparen würde als bisher angenommen. Jährlich könnten 6,7 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden, laut der neuesten Studie des Umweltbundesamtes. Eine vergleichbare Studie, auch vom Umweltbundesamt, hatte vor 2 Jahren von Einsparungen von 2,6 Millionen Tonnen gesprochen. Dass die Zahlen jetzt anders aussehen, das ist laut den Forschenden der Universitäten von Graz und Stuttgart auf verschiedene Faktoren zurückzuführen. Erstmals bezieht das Modell detaillierte Daten zum Straßenverkehr mit ein, zum Beispiel wie sich ein Tempolimit auf gewählte Routen oder auf genutzte Verkehrsmittel auswirkt. Also Menschen weichen zum Beispiel aus und nutzen eher mal direkte Landstraßen statt Autobahnen, weil die Zeitersparnis nicht mehr so da wäre, wenn sie die Autobahn nutzen. Von Seiten der Politik bremst weiterhin die FDP. Laut Verkehrsminister Wissing liegt das Tempo in der Eigenverantwortung der BürgerInnen. Und zumindest letztes Jahr fehlten ihm auch noch Schilder für ein Tempolimit. Übrigens, die Mehrheit in Deutschland spricht sich für ein Tempolimit aus. Und ihr?